was die Zeit des Fastens angeht, so muss man fasten von der zweiten Morgendämmerung, welche auch die wahre Morgendämmerung bezeichnet wird, bis zum Sonnenuntergang. Da Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Und esst und trinkt, bis der weiße Faden vom schwarzen Faden vom Fajr erkenntlich wird. Das heißt, bis die Dämmerung einbricht. Und dann haltet euch an euer Fasten bis zur Nacht. Und im Hadith sagte der Gesandte Allahs: La yamna'annakum min suhurikum Bilal adhan wa la al-fajr al-mustatir, walakin al-fajr al-mustatir. Dieser Hadith bei Muslim überliefert. Euch soll vom Suhur, also von dem Essen vor dem Fajr, euch soll davon nicht der Adhan von Bilal abhalten. Denn Bilal hat vor dem Fajr den Adhan ausgerufen. Und Ibn Umm Maktum hat dann nochmal beim Fajr den Adhan ausgerufen. Und auch nicht der Al-Fajr al-Mustatil, das ist die falsche Morgendämmerung, die senkrecht im Horizont erscheint. Aber der Al-Fajr al-Mustatir, das ist der wahre Fajr, der waagerecht im Horizont erscheint. So, daher ist es nicht verpflichtend, dass man vor dem Fajr 10 Minuten, 15 Minuten, 5 Minuten, halbe Stunde vorher aufhört zu essen. Daher die Ahlul Ilm erwähnen, dass wenn sein Essen, also den letzten Happen, den er nimmt, direkt mit dem ersten Teil des Fajr in Verbindung kommt, dann ist sein Fasten gültig und er darf bis zu dieser Zeit essen. Aufgrund des Verses.